wunderschönen guten Morgen aus dem Bus mit dem, oh Gott, aus dem Bus, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs sind. Wir haben jetzt gerade 8.05 Uhr. Um 8 Uhr wollten wir losfahren und so sieht der Bus aktuell aus. Wieso bin ich eigentlich immer der einzige fucking Pünktliche hier? Ich meine, die nennen mich alle weiß und ey, du bist so deutsch, ja? Kann auch Vorteile haben. Okay, hoffentlich fahren wir irgendwann los. Und ein paar Stunden fahren wir und ich weiß gar nicht wohin. Lassen wir uns überraschen, wo wir auftauchen. Wow, joa. Wir sind ja angekommen in der neuen Lodge. Schobatere Lodge heißt die und das war eine Fahrt. Lange gar nichts. Und da merkt man mal, wie groß dieses Land ist. Doppelt so groß als Deutschland und wie wenig Leute hier eigentlich wohnen. Ja, 1 Million Menschen weniger als in Berlin. Doppelt so groß wie Deutschland. Das ist total abgefahren, weil du einfach so eine lange Straße hast und einfach nichts ist. Nichts. 5 Stunden sind wir jetzt unterwegs gewesen. Und dann auf einmal, yo, mitten im Nirgendwo hast du jetzt hier wieder diese Lodge. Abgefahren. Checken wir das doch mal ab jetzt. Zur schönen Aussicht bekommen wir zur Begrüßung erstmal Lunch und dadurch, dass wir in Namibia sind, ist das Lunch natürlich Schnitzel mit Pommes und Bier. Okay, scheiße, mein Bier ist schon leer. Und Bier. Okay, ich bin hier gerade hart am Schneiden, habe mir einen richtig geilen Platz hier gesucht. So, das ist der einzige Ort so in der Lobby, wo man vernünftig mit Strom arbeiten kann. Und what the fuck passiert hier denn gerade? Die Raining-Season ist da. Nee, die ist vorbei schon wieder. Und es hat das letzte Mal vor 3 Wochen geregnet, habe ich gerade gefragt. Das letzte Mal vor 3 Wochen geregnet? Genau. Also Regenzeit ist vorbei, deswegen ist da noch alles relativ grün. Aber zum Beispiel das Wasserloch ist halt voll ausgetrocknet. Und deswegen freuen die sich halt alle gerade mega, dass es so hart regnet. Die Frage ist, ob du die Tür aufkriegst. Ja. Echt nicht? Doch. Okay. Oh ja, wir haben 2 Betten immerhin. 2 Betten ist schon mal gut. Aber viel mehr als 2 Betten haben wir nicht. Warte mal, hier ist doch bestimmt ein Bad, oder? Bitte lass hier ein Bad sein. Hier ist ein Bad. Und eine Dusche. Oh Gott sei Dank. Also hier kannst du Popokacke machen. Hier ist allerdings tatsächlich noch ein bisschen, also während einer gerade schläft. Dann es gibt Dinge, die muss man einfach machen. Es gibt Dinge, hey, ganz ehrlich, wir können von mir aus auch einen Code einführen, so nach dem Motto, ey, jetzt, und dann kann der andere Kopfhörer aufziehen. Oder? Ich habe 2 Kopfhörer dabei. Ich habe 2. Okay, gut. Dann. Ich habe sogar geräuschunterdrückende Kopfhörer. Das ist vielleicht die braucht man bei dir. Ja. Aber das macht die ganze Sache zumindest, also das macht die Roomtour zumindest sehr viel kürzer. Das ist unser Raum. Frodo, der Sack, hat immer ein Einzelzimmer. Ja, verstehe ich auch. Das ist echt. So viel Glück kann man überhaupt nicht haben. Ja, das ist echt unnormal. Aber hey, wir kommen schon irgendwie klar und ich gehe jetzt weiter schneiden. Gerade kam ein Gast rein, der dachte, mein Rechner wäre der Public-Rechner und ist da einfach dran gegangen. Aber potenziell steht er da auch ein bisschen so nach dem Motto, weißt du, hier sind die ganzen Informationen über die AfriCat Foundation und so und da steht halt einfach so ein Laptop und der dachte, ja, dann mach ich doch mal Radio an oder sowas. Aber ich habe mir jetzt gedacht, während ich hier uploade, was übrigens 100 Jahre dauert, 0,1 lade ich gerade hoch, nice, da habe ich mir gedacht, ich mache da was gegen. I'm so smart. Okay, ihr Lieben. Ihr seht, wir haben ein bisschen Zeit und dachten, wir machen mal was Cooles. Kathi und Felix sind da. Hallo. Und ich habe ein Video mitgebracht aus einer langen Vergangenheit. Ja? 2012 war es, wo Felix und ich das erste Mal zusammen in einem Video auftauchten. Und zwar, was haben wir eigentlich gemacht? Ich weiß nicht. Let's Play Woche. Let's Play Woche 2012. Pietsmeet und Dena MC spielen Minecraft Adventure Map. Let's Play Woche, ich habe da gar keine so gute Erinnerung mehr dran. Was war das denn nochmal? Ich weiß auch nicht 100% genau, aber an sich war die Let's Play Woche so, die wurde, glaube ich, organisiert von Table Tennis Gamer. Ja. Und ich weiß nicht, ob es nur einmal gab oder sogar mehrfach. Und zwar, dass einfach Let's Player, die sich noch nicht kannten vorher, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, in eine Lostrommel kommen und dann Zweierpaarungen ausgelost werden und man so einfach jemanden Neuen kennenlernt und mit dem zusammen Let's Play macht. Und welches Spiel war nicht vorgegeben, glaube ich? Nee, man konnte sich das selbst alles aussuchen. Ja. Das war alles komplett frei. Und es war einfach nur so, dass man einfach mal so miteinander irgendwie in Kontakt kommt und zusammen spielt. Auf jeden Fall war es 2012. Wir waren schon ein Jahr lang ungefähr dran und das war so die Zeit, wo wir schon echt ein bisschen größer geworden waren. Dein Channel war noch ein bisschen kleiner zu dem Zeitpunkt. Ich hatte vielleicht so 1000, 2000 Abonnenten oder sowas. Okay. Und ihr hattet auf jeden Fall keine Ahnung.
Zehntausende, viele Zehntausende auf jeden Fall, war richtig groß. Also ja. War so, also und ich habe mich da beworben bei dieser Let's Play Woche, also das ist beworben, mit angemeldet, um da mitzumachen und dachte eigentlich, jetzt spiele ich mit irgendjemandem anderen, es hätte auch jemand mit 50 Abonnenten sein können ja. Oder sowas, aber einfach um irgendwie Leute kennenzulernen, mit denen was zusammen zu machen. Ich fand das eine coole Aktion. Ich war selbst schon einer der Größeren, der ja. Da mitgemacht hat, so ja. Im Gegensatz zu vielen, die, sag ich mal, nur 100 Abonnenten oder so hatten. Und dann wurde ich zu euch ausgelost ja. Und das war auf jeden Fall so, wow, krass. Krass. Oh, how the table have turned. Und ich war richtig nervös, muss ich sagen dann. Ich war, also ernsthaft? Ich hab mich voll gefreut auf jeden Fall darauf. Dachte, oh, krass so. Aber dann auch so vor der Aufnahme, ich war noch in der Schule, ich habe dann noch zu Hause gewohnt in Lübeck. Und lass mal kurz überlegen, wie lange das her ist. Das ist jetzt 6 Jahre her. Da war 17? Ich 23. Ja, ich war 17 wahrscheinlich. Und du warst 17. Ja, guck mal. Du so alt, wie Felix jetzt alt ist. Überhört stimmt, jetzt. Krass. Das ist echt krass. Ja. Holy shit, was alles in dieser Zwischenzeit passiert, das ist unfassbar. Aber gut, dann lass doch mal reinschauen, gucken wir mal. Ich muss eins sagen, ich war nämlich da zu Hause und ich habe im ganzen Haus, habe ich allen Bescheid gesagt, bitte mich nicht jetzt stören hier, weil es ist wirklich eine wichtige Aufnahme und ich darf das nicht verkacken. Ich kann jetzt nicht, dass irgendwie jetzt mein Bruder reinkommt oder so und während ich gerade mit Pete's Meet aufnehme und so und das ist jetzt voll serious so. Das sind voll die bekannten Leute und ich muss echt jetzt... Ne? Ich finde das, darf sich verkacken so. Ich finde das jetzt schon super witzig, dass wir 6 Jahre später hier sitzen in ja. Namibia und irgendwelchen Scheiße erleben. Okay, jetzt aber checken wir das ab. Okay. Go. Hallo Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Minecraft Adventure Map und zwar einer Special Folge, weil wir diesen Beitrag leisten zum Let's Play Woche von TT Gamer. Dazu als Gast der Dena MC. MC. Gerade auch schon. Ey. Ja, Hip-Hop haben wir natürlich angemacht. Also bei der Let's Play-Woche ist das so gewesen, da konnte man sich vorher anmelden, dann wurde einem ein Mitspieler ausgelost. Bei mir ist es halt in diesem Fall der Felix oder Dener Dirk oder halt Dener MC. Ich hatte dich übrigens null vorher. Na klar. Richtig. Und wir haben uns dazu entschieden, eine Minecraft-Adventure-Map zu spielen, weil wir das sowieso beide tun auf unseren Kanälen und das ganz gut passt. Und da, der... Felix hat da die Elite-Troll-Map rausgesucht, nicht wahr? Korrekt. Cool. Und angeblich sollen wir ordentlich getrollt werden, aber wir lassen uns davon natürlich nicht beeindrucken, würde ich mal sagen. Nee, kein Stück, kein Stück. Das Mikro, ne? Es gibt hier so ein bisschen Anfang mal wieder, also willkommen. Ihr werdet ja bekannt dafür, dass ihr richtig viele Troll-Maps damals gespielt haben, ja. Mit Hardy zusammen. Vor allem, dass wir uns gegenseitig immer getrollt like haben und sowas. Ja. Trolled until you rage und war richtig and break böse. Your computer. Ihr habt also, da so ein kleines Mikro so auf einem Stativ gehabt und vor den Tisch gestellt, so. Ja. So ein Zoom H1 Mikro und dann sollst du so da reinspielen. Wow. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, lief gut, ne? Das war die Idee der Display Woche ist eigentlich voll cool, dass man so neue Leute irgendwie so kennt, ja. Mit dem was macht, aber halt so eine Trollmap zusammenzuspielen, eigentlich wenn man sich gar nicht kennt. Wenn man sich null kennt. So. Und dann nicht weiß, wie man sich so gegenüber verhalten soll. Ja, genau. Ist ja nicht so, als wenn wir schon so einen Rapport gehabt hätten oder sowas, dass man sich so gut kennt oder so, sondern es war einfach... Wir haben eigentlich nur geschrieben, ja, was wollen wir machen? Ja, wir können, wir wurden ja ausgelost jetzt zusammen. So. Wir haben danach ja auch dann jahrelang nichts mehr zusammen gemacht. Okay. Wann haben wir denn überhaupt mal wieder was zusammen gemacht? Ich glaube mit Jay habe ich Formel 1 gemacht. Ich glaube, das war aber auch schon 2013 oder 14 wahrscheinlich. Wir waren eh immer schlecht in Collaborations, weil wir halt so viele vom Team aus sind, dass wir nie das Bedürfnis hatten, noch andere Leute so. Nee, ich beschleunige das mal bei dir. Stirbst du erst? Nein, du stirbst zuerst. Du stirb. Nee, boah, ich sehe fast überhaupt nichts mehr. Da kommt schon direkt die Ausrede. Ich sehe aber auch gerade nicht. Ich habe 2,5. Ja. Das sieht aber auch nicht so spannend jetzt aus. Nee, es ist gar nicht. Es tröpfelt so vor sich hin so. Ja, wie haben die Zuschauer eigentlich damals drauf reagiert? Also eure Zuschauer. Als wenn ich das noch wüsste. Vielleicht können wir... Waren die damals schon so böse und haben immer gesagt, den da raus? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, probieren wir das doch nochmal. Ich hoffe zumindest... Ja, ich glaube, jetzt kommen wir durch. Das will ich ja wohl meinen. Vielleicht waren sie dann noch so ganz nett und haben gesagt, ach so, der kleine süße Player da, finde ihn zwar scheiße, aber durch. Nett, dass ihr euch auch mal um die Nachwuchs kümmert oder so. Hier ist TNT. Der zweite Tag kam dann ja bei dir auf dem Channel. Ja. Nee, hier kommen wir aber nicht weiter. Das war auch ein bisschen der Hintergedanke, dass man sich da das, was Mediakraft irgendwann perfektioniert hat, sich gegenseitig die Zuschauer hin und her zu schieben. Ich habe da auch, glaube ich, 30% meiner Abonnenten so weit war das jetzt endlich gemacht. Ah, wirklich? Ja. Guck mal, da kannst du es ja, das war ja nicht so schlecht dann. Nee, das war voll. Das war der einzige, sag ich mal, Push, den ich wirklich mal so bekommen habe. Ich glaube, ich auf Gras oder so.
Das war wirklich ich habe Dena groß gemacht. Und jetzt ist er Felix von der Leyen. Damit ihr ernsthaft durch. Das würde zumindest so nett passen. Ich hab Bock, wieder zurückzugehen. Nein! Fanny, bist du voll leise. Du bist, hast noch keinmal geschrien. So. Nein. Ja, aber ich war halt... Ich kann ja nicht bei Pizmeet auf einmal so mit aufnehmen und dann so rumschreien. Nee, nervös nicht, aber ich war mir über. Also, ich war nervös, aber ich meine, bin jetzt nicht laut nicht gewesen, weil ich nervös war, sondern weil ich wusste. Wolltest du seriös? Nein, was heißt, das ist ja, halt. Ja, aber ich kann du bist halt einfach gut erzogen. Ja, du gehst halt nicht das erste Mal mit jemandem aufnehmen und brüllst ihn direkt zusammen. Das hätte ich genauso wenig. Das mache ich erst bei der zweiten, dritten Aufnahme. Auch sehen. Boah, das habe ich immer bei Minecraft gehasst. Wenn du durch diese Spinnen netzen musstest. Aber es war ja absurd, dass man das schneiden würde. Auf keinen Fall schneidet man. Nee, niemals. Niemals hätte man geschnitten. Und ich denke, ich habe ja schon fünfmal gedacht, boah. Nee, jetzt halt nicht, dass ich zurück muss. Nein, ja doch, du musst jetzt zurück. Ja, wirklich nur sinnlos da durchgelaufen. Ja doch, was war da denn? Ja, natürlich. Hier war ein Schalter, den ich gedrückt habe. Ich glaub dir nicht, oder? Nee. Ich glaube, du hast mir wirklich nicht geglaubt. Enjoy that, I bet you loved it. If not, I'm sure you loved this one. Everyone loves jumping. English, du darfst jetzt vorgehen, ich bin schon die ganze Zeit vorgegangen. Achso, du hast mich wirklich verarscht, es ging wirklich weiter. Ja, es ging wirklich, ich hab wirklich. Vor allem nicht da durch. Wie fies. Hey, die Menschen sind gerade erst ein paar Minuten. Ich springe bis zur Iron-Tür. Aha. Wir sind auch keine Druckplatten. Diese Minecraft-Musik im Hintergrund. Die benutze ich immer noch, wenn wir Minecraft-Videos machen. Ich habe so einen Ordner immer noch von 2011 oder so, wo einfach die Ursprungs-Minecraft-Lieder drin sind und die lege ich immer dahinter. Du hast mich geschlagen gerade. Hey, du hast mich die Aufnahme lief 2 Sekunden und du hast mich geschlagen. Ja, aber das war so ein Hallo. Ja, so, das war ein Hallo. Hallo, slap in your face. Ein schwarz. Muss ich da hinten hinspringen? Klangst du früher in all deinen Videos? Ey, ich sehe gar nichts. Ich schätze mal, ja. Schon eher so. Aber ich war wahrscheinlich lauter und aktiver noch so. Das war jetzt noch zusätzlich, dass er zurückgenommen. Als ich das Video runtergeladen habe vor der Reise, habe ich notgedrungen einmal kurz in die Kommentare geschaut, weil ich gescrollt habe. Und da war einer der Top-Kommentare, das ist doch nicht wirklich Dena, aber noch vor ein paar Jahren. Und einer der Top-Kommentare war von dir. Du hast das ein Jahr, nachdem das Video online gegangen ist, hast du einen Kommentar drunter gepostet. Doch, das bin wirklich ich. Also für mich kommt es auch zu den Kerzen. Vor 5 Jahren. Ein Jahr später. Ein Jahr später, weil so viele schon dann darunter geschrieben haben, das ist er doch nicht wirklich. Ja. Wahrscheinlich kam das Video bei Suchanfrage. Irgendwann wieder hoch dann? Ja, bei irgendwie, wenn du Dena MC oder so eingegeben hast. So. Und Minecraft, ja. Nee, ich sehe jetzt fest. Nee, ich häng nicht fest, aber ich weiß nicht, wohin mit mir. Ja. Über uns vielleicht? Moment, da stand doch 8 Sprünge. Dieses Video ist Spannung und Unterhaltung pur einfach. Das ist einfach mega langweilig. 3, 4, 5. So total dumm. Ich habe schon auf das Brighteste von Brighton gestellt. Das ist nur schwarz. Wir sehen die ganze Zeit auch nur schwarz. Aber ich meine, wahrscheinlich das war für uns irgendwie ganz cool. So, die vor allem für so die, also für Let's Player, sag ich mal, im Generellen. Für euch war es jetzt einfach nur schön was zu. Zurückzugeben, so ein bisschen. Charity, das war auch mal ganz nett. So, aber wirklich so ein bisschen so für euch so. Ich hatte immer gehofft, dass danach wirklich noch eine Let's Play-Woche kommt, weil ich wollte dann, als ich, sag ich mal, auch mal ein bisschen größer geworden bin, da auch wieder mitmachen. Weil ich es super cool finde, weil es mir halt die Chance gegeben hat, mit euch zu spielen. Aber leider wird das danach nie wieder veranstaltet. Ach, fuck! Ist eigentlich nie wieder veranstaltet. Ich glaube, TT Game hat danach nicht mehr so viele Let's Plays dann irgendwann gemacht und er hat das ja organisiert und hat das nie wieder gemacht. Es ist so dunkel einfach nur. Aber so, ich meine, das war jetzt für uns so irgendwie so zum, halt, ja, wir haben uns so kennengelernt, haben so ein bisschen gespielt, so, aber für den Zuschauer ist die ganze Zeit nur ein schwarzer Bildschirm und zwei Leute, die sich nicht kennen, die irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Voll weird einfach nur. Aber und das auf einer 40 Minuten, wenn du beide Folgen zusammenrechnest, Teil 1, Teil 2. Aber es gab Leute, die sich das angeschaut haben. Ja. Da oben steht dann wahrscheinlich der Schalter oder so. Können wir mich runter gucken? Ja, hallo! Ja, in Sorge. Das war wirklich komisch, so denke, dich in-game zu haben, dass das Skin von dir da so das wäre scheiße. Längst geht und ich wirklich gerade im Spiel mit dir drin bin. Also, ich kann nachvollziehen, das war ja früher so voll krass, wenn man auf einem Minecraft-Server war. Also, ich habe das ja nicht so viel gemacht, aber wir haben viel so Minigames gespielt. Und dann kommen Zuschauer immer an zu einem. Ja, genau. Ja. Alter, Motherfucker. Jetzt müssen wir nicht den ganzen Scheiß nochmal wieder hoch. Alter. Boah, du bist so ein Pop, ey. Ich glaube, wir hängen die erste oder? Beleidigung, glaube ich, geht im Bild. Jetzt wird es mittlerweile ein bisschen fieser, ne? Ja. Weil vor allem Jay ist fies. Ja, wir sind doch alle normalerweise lieb zueinander.
Hängen wir wirklich ineinander und müssen... Ja, aber das gab es auf jeden Fall in Minecraft, dass man ja so festgehangen ist. Weglaufen. In die Lava springt zur Not, mir doch egal. Ja, ja. Das ist ein Gameplay. Wow. Ich hab mich bestimmt voll geschämt. Wehe, wenn du das normal machst, Alter. Ich hab mich nicht geschämt. Das war beim ersten Mal schon Absicht. Nein, ich will nicht noch auffahren. Oh Gott. Ah. Wieso kann ich dich nicht schlafen? Wer soll denn das? Das geht nicht. Ich hab gar nicht getraut, richtig was zu sagen, um dich zu ärgern, sondern nur was zu machen. So. Ich fahre immer so hoch, aber ich sag gar nichts dazu. Mal gucken. Ja, viel Lava ich was. Ah, ja. Und Mirror's Edge. Oh! Oh! Fies! Ja, ich hab verdient. Ne? Ja, ha! Sehr gut. Wir haben scheiß Bodenfester ab ins Bett. Ja, ich glaube, jetzt war es dann so, jetzt hat es mir gereicht. So, jetzt bin ich. Ach, ist ja schon. Oh Gott, wie lange dauert dann? Du haust auch schon ab, der. Ja. Das war so der Warmmach-Moment, ne? Mit der. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch sinnvoll ist. Okay, warte, ich lauf zurück. Was für ein Gameplay. Ja. Oh so Gott. Komplett verzweifelt, einfach keine Ahnung, was da gerade los ist. Die Träume-App ist aber auch wirklich so eine Träume-App nach dem Motto, ja, okay, ich will dich abfacken. Ja, genau. Ja. Und wirf mal zwei Leute da rein. Zeit, Schafe grasen. Alter, scheiß doch die Wand. Boah, ich bin echt gerade so. Wie lange geht das noch? Man würde doch eigentlich jetzt längst auf ein anderes Video klicken. Ja, ohne ja, Spaß. Aber hundertprozentig. Ich glaube, ja, ich habe die Map ausgemacht. Ja, habe ich am Anfang gesagt. Da wäre eine Jump-Map wahrscheinlich cooler gewesen. Ja. Habe ich mir wahrscheinlich damals schon gedacht. Was ist denn das für ein Idiot eigentlich? Ja. Viel Spaß beim Laufen, ne? Ich glaube, ich habe gar nicht selbst so Troll-Maps gespielt. Ich dachte, ich biete mich mal so an und nehme dann so eine Troll-Map wahrscheinlich. Aber war eine scheiß Troll-Map. Ja, das stimmt allerdings. So einen haben wir früher auch nie gespielt. Wir haben immer Jump-Maps gespielt und dann ist das Trollen von alleine gekommen. Ja, ja, eben, es waren gar keine Trollmaps eigentlich, sondern ihr habt euch getrollt. Ja. Genau. Und ich dachte, ja, geh ich mal Trollmap rein. Das ist lieber der Aspekt von Lava. Hey, was sieht's? Jung und dumm. Kann jemand anderes machen, ja, ist klar. Gott, es hört nicht auf! Es sind immer noch Kerzen! Haben wir Hardcut gemacht damals eigentlich, um auf deine Perspektive zu switchen? Das würde mich nämlich noch interessieren. Ich glaube, wir haben ordentlich Tschüss gesagt. Aber ihr habt damals habt ihr noch so 15 oder manchmal sogar 10 Minuten Folgen gemacht, wo ihr Hardcut gemacht habt. Da haben die 3 Stunden am Stück aufgenommen. Mitgelaufen? Und Hardcut mitten in der Silbe. Das war jetzt scheißegal, ja. Ja, das war ganz normal. Das war halt so die Meta bei Let's Plays. Und dann kann man. Verkackter Map-Ersteller, wie ich die ganze Scheiße gelaufen umsonst. So, die Tür ist übrigens auf. Welche Tür? Ach oh, scheiße, da ist noch so eine Tür. Du musst auch noch einen Schalter finden. Boah! Das ist... Oh! Das, okay. das ist tatsächlich Hardcut! Was? Hardcut zu dir übergegangen. Ich hab ich überhaupt gesagt... Oder haben wir das überhaupt mal, gesagt, dass der zweite... Wir haben immer gesagt, dass der zweite Teil bei mir ist. Was ist das für eine scheiß Cross-Promo? Ey, scheint ja funktioniert zu haben. Ja, funktioniert. Ja, also... Ich hab wirklich zum ersten Mal deine Stimme von damals gehört. Ja, toll, ne? Deshalb so haben wir heute viele neue Dinge gelernt. Ja. Und bei uns geht's jetzt weiter. Ah, es startet tatsächlich beim wievielten Versuch? Ich weiß nicht. Ich glaube, 7., 8. Versuch. Heute ist ein bisschen chilliger, Is, oder? Heute ist mal relaxer. Weißt du, das war auch mal wichtig, weil man kommt nach Afrika nicht nur um die ganze Zeit Flock, und leben, leben. Man muss auch mal spüren können. Aber das ist ja das, was wir gemacht haben, die ganze Zeit gecuttet. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Also, aber gut, jetzt aber Sundowner, da werden wir wahrscheinlich eh nicht viel filmen können, was wir nutzen können. Das heißt, das ist jetzt einfach gönn und wir trinken gleich. Vielleicht kommt noch was Gutes bei rum. Wir schauen mal. Das ist der Spot. Ganz schöner Spot eigentlich, muss ich sagen. Hier werden wir jetzt einfach, da kommen unsere Getränke. Das ist noch viel wichtiger eigentlich. Scheiß aufs Spot. Da kommen unsere Getränke. Aber es ist sehr faszinierend, wie hier im Hintergrund extrem viele Termitenhügel sind. Und das sieht so, keine Ahnung, total strange aus, wie so bei Jurassic Park oder sowas. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen was trinken, ein bisschen was chillen, ein bisschen mal die Zeit genießen, ja. Und ich glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal versuchen, mit dieser Kamera einen Timelapse aufzunehmen. Checken wir mal ab.